geguckt, Controller muss man extra einschalten. Und Grafik passt. Ihr seht, worum es geht. Subnautica. Schön, dass du zuschaust. Ich habe gestern den Nachfolger gespielt, der noch im Early Access ist. Subnautica Below Zero. Da ist mir nach 20 Minuten der ganze Rechner abgestürzt. Also warte ich jetzt besser erstmal auf das nächste größere Update. Dann probiere ich es nochmal. Ich habe das allerdings online gestellt. Bis dahin kann man es gucken. Ne, wollen wir mal sehen. Hier kann man noch Entwicklungsupdates und so weiter sich schicken lassen, wenn man das will. Die wollen ja immer alles Mögliche von einem haben. Aber die Spiele übertragen so schon genug. Ne? Also von daher, jetzt gehen wir mal rein. Hier gucken wir mal. Das will ich mal sehen. Kann ich jetzt hier? Ah ja, ich kann jetzt. Gut. Jetzt habe ich den Controller an. Ich habe auf B gedrückt und dann hat er es übernommen. Überleben. Nutze Rohstoffe, Hunger und Durst. Wieder Überlebensmodus, bloß ohne Hunger und Durst. Ich glaube, das ist mir lieber. Erstmal. Hardcore, ne, will ich nicht. Und kreativ, da kann man alles bauen, wenn man erstmal gucken will, wie das Spiel geht. Aber ich möchte ja auch so ein bisschen drumrum haben. Und gucken, ob es ein Tutorial gibt. Ne? Also so macht ja das Wasser ja schon mal einen schönen Eindruck, finde ich. Ne? Dann gehen wir mal ins freie Spiel. Und jetzt stürzen wir, glaube ich, ab. Ne? Level laden. Oh, jetzt schon Level. Wow. Naja, erste, ne? Oder nullte, wie auch immer. Laden 10, Ladegrundlagen. 4 Sekunden, 5 Sekunden. Was auch immer. Ne, es ist also auch wieder ein Survival-Spiel. Das gestern, also Sub-Zero, das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Aber viele sagen, dieses erste Spiel ist wesentlich besser noch. Aber das andere ist ja auch noch nicht fertig. Also von daher kann man noch keine abschließende Aussage da treffen. Und mir ging es auch erstmal nur darum, wie werde ich als Spieler angeleitet, der es noch nie gespielt hat. Ne? Das ist für mich ja immer die Prämisse bei diesen ganzen Spielen, die ich hier anspiele, weil ich habe so viele auf Lager, die ich noch nie gespielt habe und die daddel ich jetzt alle erstmal an. Und ein paar bleiben auch hängen, insofern, dass ich dann sage, okay, die spiele ich weiter. Ne? Aber das sind, sag ich mal, vielleicht höchstens 20%. Den Rest werde ich wahrscheinlich nicht mehr anfassen. Ja, gut. Wer sich jetzt fragt, warum hat der so viele Spiele? Ja, das ist über die Jahre gesammelt. Humble Monthly, da kriegt man ein, zwei gute und der Rest ist meistens dann irgendwas, was nicht so begeistert. Abandoned Ship, yeah. Ups. Launch in 3, 2, 1. 0. Oh, da geht das Ding in die Luft. Verdammte Axt. Und du bist ganz alleine und der Feuerwehr fliegt durch die Gegend. Alles fliegt durch die Gegend. Ich bin ja froh, dass ich mich den Kopf gekriegt habe. Zu spät froh, zu früh froh gewesen. Oh. So, jetzt Leiter hoch, komm. Mit A die Feuerlöcher aufheben. Da. Gut gemacht. Mit RT die Feuerlöcher benutzen. LT. Das war LT, nicht RT, Baby. Herein. Starte Notfallmodus. Das ist mein neuer PDA. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome.
This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Okay. Ach, hier kann ich jetzt erstmal durchschalten. Mit rechts oben. Rettungskapsel, Bilder. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Muss ich da was machen? Findest du in der Datenbank. Viel Glück. Baupläne. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Grundmaterialien: Titan, Titan, Silikon, Elektronik, Kupferdraht, Kupfererz, Kabelsatz. Persönliches, Ausrüstung, Standard, Tauchflasche. Ach, das sind meine Rezepte, die ich habe, ne? Womit ich das machen kann dann oder was. Das ist alles in Rot, das sieht nicht gut aus. Werkzeuge, Batterie. Oh oh. Geräte, Segleiter. Bestandteile unbekannt, wasserdichter Behälter, mobile Fahrzeugstation. So, was soll ich jetzt hier machen? Gut, wenn ich da drauf drücke, passiert nichts. Ich nehme an, das muss ich alles noch sammeln, ne? Benutzen, ja. Wofür denn? Ausrüstung hätte ich gerne, Tauchflasche, Schwimmflossen, Medikit, sieht alles in Rot, ne? Genau. Ja, da kommen wir also nicht weiter. Leiter benutzen, was haben wir hier? Gehen wir hier erstmal hin. Medikit öffnen, nehmen. So, da haben wir doch schon mal was, ne? Brauchen wir bestimmt. Was ist das hier? Nix. Brauchen wir hier? Hier können wir Schrott abbauen. Was haben wir hier? Reparaturwerkzeug benutzen. Habe ich nicht. Leiter benutzen. Gehe hier nochmal rüber. Kann ich auch nicht. Fabrikator. Kann ich ja auch nicht. Haben wir ja eben gesehen. Gehen wir mal die Leiter hoch. Suffered orbital pile failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Und nun müssen wir da wohl hin, wa? Oder wie sehe ich das? Schwimme ich da jetzt oder schwimme ich nicht? Ich drücke zumindest den linken Stick nach vorne. Ja, es sieht so aus. Jetzt würde ich dem ganz langsam näher kommen. Und wir hoffen, dass da keine bösen Viecher im Wasser sind. Ah, da fühlt sich schon näher. Jetzt kann man schon ein bisschen was erkennen. Ist da Land? Sieht das so aus, ne? Wollen wir erstmal löschen. Der schwimmt ja komisch, ne? Mit der Flasche da oben. Ja, überall Reklame, Altera. Strahlung registriert. Da sind wir bald da, hoffe ich. Oh ja, es knistert. Ich hör's. Wir brauchen ja ein paar Sachen hier wahrscheinlich, ne?
So, weiter. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache. Aber sonst kommen wir ja zu nichts. Jetzt bin ich tot. Sieht so aus, ne? Strahlung hat mich umgebracht. So, du bist gestorben. Das ist aber nett, dass ihr mir das schon mitteilt. Ja, was soll ich jetzt machen? Ausgefallen. Höhenintegrität, okay. Solarenergiezellen 1 bis 3 im Betrieb, das ist doch schon mal was. Energie 25. Und die hat auch. So, was haben wir hier alles? Das ist auch alles auf Deutsch, das gefällt mir. Das ist in dem Sub-Zero nicht so. Frachtbehälter öffnen, oh, den habe ich eben gar nicht gesehen. Oh, Feuerlöscher, Medikit. Behandelte Bandagen anwenden, um Blutung zu stillen. Ah. Das ist mein Inventar, ne? Was habe ich denn hier? Vorrat, Leuchtfackel. Wo ist jetzt was? Nährstoffblock. Halt. Schnellzugriff zuweisen, haben wir. Benutzen, bin ich verletzt? Nee, ne? Also RT stimmt nicht. LT stimmt. Das haben sie falsch. So, Inventar. Ja, dann muss ich da wieder rüber, dann muss ich da wieder. Ja. Dann nehmen wir auch einen von mit. Gefiltertes Wasser. Und eine Fackel, das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, ne? So. Was haben wir denn hier schön? Titan. Metallschrott. Grundmaterial. Das sind die Baupläne, die wir eben gesehen haben, glaube ich. Das sind Sachen, die wir brauchen. Chlorbleiche. So, was haben wir denn da? Rettungskapsel. Keine Ahnung, was das bedeutet hier. Die Aurora hat immer einen Rumpfschaden. Ursache unbekannt. Keine menschlichen Lebenszeichen registriert. The Aurora suffered orbital pulse failure. Und du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Zero human life signs detected. Baupläne. Ausrüstung. Handscanner. So. Bauplaner. Aha, damit kann man die Parameter von Technologie erfassen und die Baupläne zu. Das wäre natürlich geil, wenn sowas echt gäbe. Ne? Organische Analyse, medizinische, Selbstscan. Wow, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Luftpumpen. Luftpumpen um entfernte Standorte mit Luft zu versorgen. Achso, die Basis kann an einer kleinen Wahl und zieht die Sauerstoff. Schwimmen die Luftpumpen mit Zugangsbeatmung, schwimmen unter Oberfläche. Pumpenpumpen werden sie mit einem Leitungssystem verbunden. Reparaturwerkzeug. Kontrolltafeln, bla bla bla. So, jeder gute Techniker hat eins unter dem Kopfkissen. Verdammt, ich bin kein Techniker. Ich bin nur ein Streamer, nothing but a Streamer. Den meisten Leuten ist oben, obwohl ich meine Scanner und Fabrikatortechnik. Das Reparaturwerkzeug von Altera. Reparier, los. Ja, das hätte ich jetzt gerne.
Aquarium. Applikator, der Fabrikator ist die Technik, Materie. Ja, die machen also alles. Das wär's, ne? Konstruktionswerkzeug. Basismodule sind hermetisch von Außenwelt abgeschlossen. Konstruktion an Land. Wow, WLAN-Basissegment. Füge eine Luke hinzu, um das Segment zu betreten. Baue ein Solarmodul, konstruiere Innenmodule. Solarmodul. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Mobile Fahrzeugstation. Mhm. Seegleiter, das brauchen wir. Überlebensausrüstung, das ist noch wichtiger. Schutzanzug, haben wir sowas? Du trägst derzeit den US-Anzug. Eine hermetische Schutzkleidung geworden, in extremsten Bedingungen im bekannten Universum zu widerstehen. Also. Temperatur, Flüssigkeitsregel, kompatibel mit Reihe von Schunkel Design, bla 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 bla. Zustand der Aurora, Schiffsklasse, Langstreckenschiff, Capital Klasse, wow. Mission, Aufbau eines Phasentores, alljährige Einsatzdauer. 1, 2, 3. Vier Positionen, also ganz viele Leute, ne? Mit schweren Schaden. Evakuierungsdaten nicht verfügbar. Dunkle Materie, verwandte Robotik, fortgeschrittene, bla bla bla. 150 Personen. Zwei Kurier Notfalls. Kommunikator ist da drin. Ein Fabrikator. Der geht doch aber gar nicht. Standardausrüstung. Das haben wir ja gerade eben gefunden im Inventar. Ne? Fange hier an. Wenn du das hier liest, hast du die Notfall. Das Schlimmste ist vorbei. Hat automatisch diese, hat eine einzige an den Art einer sterblichen Überreste. Volle Überwachung der Lebenszeichen. Baupläne, überlebenswichtige Ausrüstungsgegenstände und angepasst an die Umgebung. Kamera, Mikrofon und Optical Character Recognition Technologie für eine situationsbedingte Kurzstreckenanalyse. Interkompatibilität mit allen Altera. Guck an, deine persönlichen Techniker wieder abgerufen werden. Checkliste. Leiste erste Hilfe. Mach eine Bestandsaufnahme. Eine Technik, Spektroskopscanner, wo ist der? Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core. So, dann haben wir hier Bilder, brauchen wir nicht. Signale. Grundmaterialien und Inventar. So, muss ich jetzt die Sachen am besten alle mitnehmen, oder wie? Lassen wir da erstmal drin. So, dann gehe ich jetzt hier erstmal wieder raus. So, jetzt habe ich dieses Ding wieder in der Hand. So. Das ist im Inventar. Wie kam ich da noch rein? Da. Ja, da habe ich es tatsächlich.
Gut. Das ist also auch ausgerüstet, steht da jetzt. Boah, dann gehe ich hier nochmal hin. Wo hatte ich denn das jetzt her? Fabrikator benutzen. Ressourcen. Ja, ändert sich nichts. Es ändert sich nichts, wir haben da nichts. Muss ich die auch noch mitnehmen hier. Ne? So, dann haben wir die jetzt erstmal ausgeräumt, die Kiste. Ist da noch was drin? Da ist doch schon Schrott, den wir gebrauchen können normalerweise, ne? Ja, Duplikate benutzen, das ist klar, das geht jetzt gar nicht. Komme ich jetzt zu so einem Reparaturwerkzeug? Finde ich das hier noch irgendwo? Nee, sieht nicht so aus. Ist ja schön, dass ich so einen Fabrikator habe, aber jetzt muss ich da erstmal rausgehen. Da liegt doch was. Das machen wir uns da mal hin, ne? Mal gucken, was wir da haben. Kann man nicht schwimmen oder was? Oder habe ich das mal verkehrt drin gehalten? Riesenröhrenkoralle. Gucken wir uns mal hier um, was wir hier so finden. Da finden wir nichts. Gehen wir mal zurück, vielleicht finden wir da was. Gut, das dauert wenigstens nicht so lange, ne? Vielleicht ist da noch mehr mit runtergekommen. Da liegt noch was. Da liegt noch mehr. Auftauchen, ne? Das ist ja meine Kapsel jetzt gefunden. Da ist sie. Dann wollen wir gleich mal gucken, was wir denn schon alles anfangen können mit den Sachen. Nochmal eben ein bisschen umschauen hier. So sehe ich, jetzt ist noch nichts mehr. Da hinten liegt noch was, aber das können wir auch. Wie komme ich denn in den wieder rein? Da, leicht hatte ich nicht. Halt. Ah. Keine Panik.
Don't panic. Was soll denn das? So, jetzt sind wir erstmal drin hier. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so machen können. Wo war denn das andere Ding hier da? So, was brauchen wir? Wir brauchen Geräte. Das brauchen wir nicht. Werkzeuge, Scanner. Das war als erstes, glaube ich, ne? Höhlenschwefel und Silikongummi. Pflanzen, Samenbüsche brauchen wir jetzt hier. Säure, Pilz und Kupfererz. Tischgeräum mit Gold. Das sieht so aus, als wenn wir erstmal tauchen müssen, ne? So, was ist das? So, dann haben wir das jetzt mal da eingefügt. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist hier. Metallschrott. Dann. Gut, dann gehen wir wieder raus. Dann haben wir das jetzt mal. Ja, müssen wir jetzt tauchen wahrscheinlich, ne? Eureka! So, letztes Mal sind wir in die Richtung, dann gehen wir jetzt in die Richtung und gehen hier mal runter. Das scheint nicht für uns zu sein. Und dann gehen wir noch mal runter. Dann tauchen wir mal in die Richtung. Ist nichts zum Einsammeln. Was sehen meine entzündeten Augen? Nix. Nix für mich. Aber hier doch. Das ist doch alles. Alles Metallschrott, warum kann ich das nicht nehmen? Oxygen. Oh.
Also die Schläge anschneiden, okay. Kann man denn so mal was sehen hier? Könnte man hier oben ja erstmal ein bisschen lang schwimmen. Und dann mal wieder gucken. Schon. Gehen wir jetzt mal oben und dann gehen wir mal runter wieder. Das sieht nicht gut an. Vielleicht soll das Ding anschwimmen. Damit wir nicht so viel Strahlung abkriegen. Vielleicht auch 13 Meter bin ich schon tief. Mein lieber Scholli, da unten ist ja auch noch was. Auftanken und wieder runter. Wo ist das denn geblieben, was ich eben gesehen habe? Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Kann ich mir alles nicht nehmen, das ist doch zu kotzen. Oh, ich kann ganz schön tief tauchen, ne? Ich bin ja Tieftaucher. Verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Der hatte was gegen mich, glaube ich. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Jetzt finde ich meine Station nicht wieder. Auch Strahlung, dann wieder weg. Den habe ich jetzt aber gar nicht gesehen, den Metallschrott. Ach, das zeigt aber, wo meine Rettungskapsel ist, ne? Ja. Thank you.
König runter. Sieht ja toll aus mit dem Mond da, ne? Toll. Gefällt mir ja als alter Science-Fiction-Fan. Ja, seit über 50 Jahren. Aber es gibt nichts Gutes mehr, so richtig Neues nicht mehr. Einzige ist Lit-RPG. Da sind noch spannende Geschichten, aber ansonsten wiederholt sich das alles mehr oder weniger. Ist ja wieder bei den Spielen auch, so auch bei den Survival-Games, ne, wie wir jetzt gerade uns alles angucken. Die Leiter. War die nicht hier? Da geht doch. Wow, ja, meine Gesundheit, die blinkt nämlich. Ach, der Kreis ist ein Fabrikator, den kann man nehmen, ja. Da muss ich wohl mal einen benutzen, ne? So, den packen wir erstmal. Schnellzugriff brauche ich nicht. Höhlensystem. Müssen wir noch einen nehmen. Jetzt haben wir 100. Okay. Und da wollte ich das reinpacken. Gut. Aber so richtig weitergekommen bin ich auch noch nicht, ne? Ach, der braucht noch, bis er soweit ist. Ja, dann schlafen wir doch hier mal eine Runde. Würde ich mal sagen, Fabrikator. Kann ich da schon was machen? Ressourcen. Metallschrott. Schlingpflanzen. Ja. Muss man erstmal finden. Salzablagerung und Röhrenkorallenprobe. Dann machen wir doch mal, solange der noch da beschäftigt ist, dann gehen wir hier mal rüber und nehmen uns mal die Dinger mit. Ach ne, da ist ja noch einer. Dann können wir den auch noch mitnehmen, hier Titan. Krieg fünfmal was raus jetzt, ja? Ich drücke immer die A-Taste, nur zur Info. Das ist der Metallschrott, den er jetzt umwandelt. Er nimmt es auch immer gleich. Man sieht immer die Hand hier, ne? Mehr ist nicht. Was haben wir noch? Ja, hast du gesehen? Oh, habe ich noch mehr gehabt. Wow, schön. Mehr habe ich nicht. Noch kann ich nichts weiter herstellen. Ne? Doch, hier, Titan mal 3. Das ist doch schon mal was. Schwimmflossen nicht, aber hier eine Tauchfläche.
Warum geht das nicht? Hätte ich da jetzt diesen Medikit. Hätte ich dieses Titan nicht nehmen sollen. Ah, das ist aber blöd, dass er das jetzt nicht nehmen kann. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier im Inventar haben. Wir haben jetzt Titan. Da ist doch Titan. Titanbarren, wie viel sind das? Jetzt habe ich das alles umgewandelt. Könnt ihr das dann auch zurückwandeln? Nee. Also das war richtig falsch. Brauche ich wieder dieses Mist-Titan-Zeug. Also muss ich noch ein bisschen Metallschrott finden. Das nützt dann ja nichts, dann muss ich noch mal ins kalte Wasser springen, ne? Das muss doch hochnehmbar sein. Wie muss ich denn da noch rankommen? Das ist ja doof. Mal wieder hoch. Das war eine riesen Röhrenkoralle. Können wir hier nichts von gebrauchen? Ne, sieht nicht so aus. Jetzt haben wir was zum Einsammeln. Oxygen.
Und wieder hoch. Zack. Oxygen. Das ist also nichts, was wir jetzt gebrauchen können, aber hier die Dinger. Die Inventar voll. Ah, wenn das so ist. Oxygen. Oxygen. Ich sag dir das. Da muss ich sein. Ja, das ist auch. So. Gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Metallschrott. Säurepilz. Wir brauchen noch Kupfererz. Dann können wir eine Batterie machen. Okay. So, da können wir ja den Metallschrott sowieso noch benutzen, ne? Haben wir auch nicht genug. Ja, was können wir machen hier? Feuerlöscher, Leitung, schwimmende Luftpumpe. Klingt als Startpunkt für ein Leitungssystem. Was kann ich da jetzt mit anfangen? Das will ich haben. Yeah! Also immer wenn was blau ist, dann kann man was herstellen. Ne? So, was haben wir noch? Brauchen wir das? Eine Leitung? Pumpe haben wir auch nicht. Aber da können wir eine machen. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Aber jetzt haben wir nicht. Geräte können wir nichts machen. Okay. Inventar voll. Ach, herrje. Ja, dann packen wir das jetzt erstmal hier rüber. Brauchen wir also nicht mehr, so wie es aussieht. Fertig, mir geht nicht. So, jetzt kann ich aber die in der Tauchflasche. So, jetzt gucken wir uns mal an. Wie sind wir denn auch? Ah, wir haben jetzt eine ausgerüstete Tauchflasche. Ne? 30 Sekunden Sauerstoff oder was? Gut, was haben wir hier? Da kann man immer sehen, was man braucht. Können wir da jetzt ran, ne? Standard-Tauchflasche, die haben wir. Glas, Titan und Silber, ja. Schwimmflossen, Silikongummi. Hier geht's ja noch weiter. Titan und Silikongummi. Ich muss erst mal gucken, wie ich Silikongummi mache.
Höhlenschwefel. Und Schlingpflanzen. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt geht mit der. Mit der Flasche. Das geht auf einmal einzusammeln. Das ging doch eben nicht. Seconds. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Nicht die Fische an. Da wollte ich hin. Doch auf einer Seite. Oder ist sie hier? Da. Das ist blöd, wenn es dunkel ist. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Brauchen wir die Werkzeuge, ne?
So, Metallschrott und dann machen wir mal wieder weg. Oh, noch mehr. Wasserdichter Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Wofür brauche ich sowas? Position mir zu merken. Gut, das hatten wir ja schon. Oh. Titanbarren aus verdichtetem Titan. Können wir immer noch nicht. Ich dachte, wir könnten vielleicht ganz einfach so ein Gerät hier machen. Können das jetzt wegschmeißen? So, ich will das jetzt wegschmeißen. Jetzt aber totaler blöder Mist. Was habe ich hier? Titan reichlich. Gut, ich könnte das noch verdichten. Aber ich muss ja sowieso irgendwas muss ich mir hier einfallen lassen. Nee, das war nicht der Sinn der Sache. Schlingpflanzen brauchen wir jede Menge. Aber ich kann ja nichts mitnehmen, wenn ich jetzt hier den ganzen Schrott voll habe. Was können wir denn im Fabrikator noch reinpacken? Jetzt kann ich fallen lassen. Ja, Gott sei Dank, jetzt haben wir wieder mehr Platz. Okay. Also bald eine Explosion. Dann schwimmen wir jetzt mal dahin.
weiter. Aber wohin? Da mal hin. Jetzt haben wir genug. Ich muss mich nicht erinnern. So viele Schlingpflanzen. Hier noch nicht eine Schlingpflanze. Welcher Lump hat mich da daneben angegriffen? Da komme ich schneller voran, ne? Habe ich hier auch in die Nord-Süd-Anzeige? Nee. Leiter richten. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja, das wäre ja was, wo wir jetzt sind, wa? For your convenience, the radiation suit has been added to your blueprint database. Können wir ohne Ende gebrauchen, wie die Kokomis, du mein lieber Scholli. So, das war's jetzt. ...15% Geschwindigkeit. Feldmesser. Das brauchen wir.
weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. So, das war der Behälter. Was haben wir denn noch hier Schönes jetzt? Da haben wir noch nichts, ne? Batterie. Reparatur, Höhlenschwefel brauchen wir dann noch. Schwimmflossen, die können wir auch noch anfertigen. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. Yes. For your safety, this setting cannot be overridden. Was ist denn das für eine Einstellung? Ja, da haben wir es erstmal, ne? Und noch irgendwas hier? Ich glaube, ich brauche aber dieses Titan noch. Ich werde erstmal noch von dem anderen Zeug was wegschmeißen. Ne, das packen wir jetzt erstmal. Achso, den hätte ich ja auch noch umwandeln können. Das machen wir dann nochmal eben. Silikongummi ohne Ende. So, jetzt machen wir erstmal so, mehr brauchen wir da erstmal nicht. Behalten wir mal bei uns. So. Ja, ist nach wie vor. Oh, hier haben wir neu. Blei, Geräte, das war ja das letzte. Und jetzt haben wir hier neue Röhrensegment, L-Segment, T. Ach, das sind alles so Leitungen jetzt. Verstärkung. Ach, Glas. Schwarz. Solarmodul. Quarz und Kupfererz. Leiter, verwendet zwei Stück Fabrikator. Kupfererz brauche ich dringend. Schild, ja, da kann man sagen, hier nicht lang schwimmen. Schussanzug, dann der Bauplan Datenbank hinzugefügt. Wo ist denn der? Wo war denn der jetzt eben? Ja. So, jetzt kann ich erst mich ausrüsten.
mit dem Messer. Ach, ist schon schnell so gut zugegeben jetzt. Ja, okay. Schwimmflossen sind auch schon automatisch angezogen. Dann haben wir uns ja schon mal gemacht. Ne, ich schmeiße mir diese Säurepilze erstmal weg. So viel brauchen wir davon doch nicht. Ich dachte, die hätte ich so gebrauchen können. Ne, die kann man immer gebrauchen. Die. Achso, ich wollte ja jetzt noch mal gucken. Kann ich jetzt hier so einen Strahlenanzug machen oder nicht? Ich habe den Bauplan noch nicht gesehen. Da ist er. Fasergewebe und Blei. Oh ja, die ist kaputt jetzt. Da können wir da jetzt hinschwimmen, aber wird wahrscheinlich genauso sein wie vorher, aber. Vielleicht fliegen da so ein paar Teile durch die Gegend. Wie schneide ich die jetzt? Wieder dunkel. Mal erstmal gucken, was wir uns jetzt wieder bauen können. Ich weiß nicht, wie man mit dem Controller da unten rankommt an die. Und die Teile, ich habe jetzt die Tastatur gedrückt. So, was können wir denn jetzt herstellen? Da gibt es nichts Neues, aber Werkzeuge, da. Pfadfinderwerkzeug. Aha, höchstens 20 Scheiben pro Faden, also super. Haben wir Fasergewebe. Dann wollen wir mal gucken, was sich hier jetzt getan hat. Ach na, da könnte ich jetzt selber mehr Medikit herstellen. Sonst hat sich hier noch nichts geändert. Hier hat sich auch nichts geändert. Und hier auch nicht. Ach, ich habe ja den ganzen Dreck noch da behalten. Ach, ich blöd, Mann. Gut, das packen wir mal halt. Packen wir mal rüber. So. Ach, das macht man.
Aha, mit dem Steuerkreuz kann man das machen. Okay. Dann schalte ich bereit. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach Obi. Und da schmeiße mir mal wieder was weg. Locken wir jetzt die Haie an. Ja, ich brauche Erz. Da muss ja noch irgendwas Neues sein. Da oben steht ein 2. Gold. Kupfererz. Fasergewebe habe ich. Silbererz oder Erz jede Menge. Quarz. Glas. Ich brauche nur noch Höhlenschwefel. Das Messer habe ich. Höhlenschwefel. Und hierfür brauche ich mehr, aber ich muss erstmal Höhlenschwefel finden. Is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Unwahrscheinlich, aber möglich. Sein können, dass man da mal gegenklopfen kann, ne? Das hier brauchen wir. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Na, mein Inventar ist voll. Weit weg gewesen.
mich immer wieder heilen, was? Mein Herz schlägt gar nicht mehr so doll. Ja. Fabricato Grundmaterialien. Fasergewebe. Gut. Hat hier was ergeben? Nicht wirklich. Hier auch nicht wirklich. Nur dieses Ding hier. Wozu brauche ich den? Ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht komme ich da noch drauf. So, dann können wir jetzt mal Fasergewebe, das packen wir erstmal rüber. Kupfererz. Gut, das packen wir auch ein. Das können wir noch komprimieren lassen. Warum die das nicht stapeln, das ist mir jetzt nicht so ganz klar, ganz ehrlich. Vier, sechs. Ach, da brauche ich 10. Gut. So, dann geht jetzt die Suche nach Kupfer los. Pilz haben wir doch genug, ne? Dann gehen wir jetzt mal nach oben. 30 seconds. Ja, ja, 30 seconds, du. Und gleich wieder abwärts. Finden wir hier ja mal was, was wir gebrauchen können. Da waren wir schon. Zumindest dachte ich, dass da ist. Da ist noch was. Getan war das. Na ja, gut. Soll so sein. Das sind die Original-Wahltöne, ne? Da hat man die Wahl. Da ist noch einer. Wo ist er denn jetzt hin? Oxygen.
haben wir nochmal Kupfererz gefunden. Ach, das sah aus wie ein Stein, war aber keiner. Der mich? Das ist toll, ne? Tauchen. Ich frage mich, wie viel Taucher sich dieses Spiel zu legen. Das Gesuche, das geht mir ein bisschen auf den Geist hier, aber. Was ist Smoker, ne? Jetzt sind wir schon so gelogen. Oh, das ist halt gut. Ne? Da hat er gesagt, hallo. Da hat das so aus wie ein Stein, aber ist auch keiner. Gefunden. Na, guck an. Was ist jetzt los? Da liegt noch ein bisschen Schrott. Wo ist sie denn? Da ist sie. Da ist auch noch was. Das nicht metallschrittlich ist. Und da ist noch a little bit Kuppeling. Ah. Jetzt habe ich ihn. Ah. Jetzt klebt er da fest. Thank you.
echt dichter rangekommen, ne? Also wenn wir schon mal hier sind, dann laden wir jetzt mal ab. Zack. Was ist er denn da? Fabricator. Was hat man hier gefunden? Mal Liter Bottle. Das Lager bleibt voll, das wollen wir ja auch nicht. Gut. Kupferdraht. Den brauchen wir doch auf jeden Fall. Sehr schön. Da hat sich nichts getan. Werkzeuge auch nicht. Hier auch nicht. Ärgerlich ist. Elektronik. Säurepilz. Ey, Säurepilze habe ich doch. Die Kupfererz habe ich nicht mehr, ne? Verdammt. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das ist aber jetzt ärgerlich. Ich muss Batterie machen können. Naja, wir sollen noch Kupfererz finden. So, dann legen wir mal den hier ab und den hier. Den können wir auch ab. So. Dann packe ich mir jetzt aber gleich mal zwei von denen ein, damit ich nächstes Mal, wenn ich Kupfererz habe, weiß ich, kann jetzt eine Batterie machen. Und da habe ich nur ein Kupfererz, ne? Vielleicht ist er jetzt schon. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, da fehlt mir noch einer. Doch. Haha, eine tragbare Energiequelle. Dann machen wir das auch erstmal. Scanner, jetzt haben wir endlich einen Scanner. Jetzt haben wir das Spektroskop zum Ermitteln von Technologiebauplänen und Daten überlebender Organismen. Den bauen wir uns den jetzt erstmal zusammen. Das ist ja wohl was. Ja, schönes Ding. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Könnte ich sogar noch einen machen, oder was? Batterie und Titan? Nein. Noch irgendwas mit Ausrüstung? Hat sich nichts geändert? Hat sich auch nichts geändert. Gut, dann wollen wir mal jetzt gehen wir erstmal. Warte mal, was haben wir denn da unten? Selbstscannen, ach so. Selbstscannen ist für mich. Das ist der Scanner, der sucht jetzt. Okay. Na gut, dann nehmen wir wieder das Messer in die Hand. Und packen ein bisschen Pracht wieder weg. Oder auch nicht. Aber das ist ja
Das ist ja ein schönes Ding, dass wir jetzt den Scanner auch haben. Mal sehen, was das hier bringt. Ich glaube, bei Dunkelheit sind die alle unterwegs, die Viecher. Die gefährlichen. Ah, ich muss sowieso noch mal runter. Ich muss auch noch mal heilen lassen. Wo war denn das jetzt? Reparaturwerkzeug habe ich noch nicht. Ja, Schiete. Ein Medikit. Das haben wir denn da oben Neues? Halt, da. Fasergewebe. Gut, das haben wir neu. Wer ist da nicht neu? Hier ist noch was. Ach, das sind die Fotos, die ich gemacht habe. Die fanden mir unabsichtlich. Ja. Gut, dann haben wir jetzt erstmal alles. Jo. Immer noch kein Tag. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen die Gegend an hier. Und das sind die Viecher hier. Wollt ihr sterben? So, einmal mache ich noch einen Tauchgang hier. Als dass ich noch ein bisschen was finde. Kupfererz. Da sehe ich noch was anderes. Ja, vorhin schon nicht. Was ich ja nicht verstehe, ne? Offen gestanden verstehe ich das nicht. Das ist doch nun offensichtlich alles. Ja, das geht wahrscheinlich. Habe ich das nicht gesagt? Das sieht nämlich anders aus. Ja. Wo könnten wir denn hier noch... Das hier sieht nach Kupfererz aus, aber... Da können wir nichts abbauen, ne? Wer war das? Kein Säurepilz. Der Lach. Ein Stein. Aber es war keiner. Hat mich einer erwischt, aber wie, du mein Lieber.
Gitterbot. Tja, ich sehe jetzt nicht, wo ich noch Kupferherz finden könnte. Ist ja meine Station geblieben. Ich zeige jetzt gar nicht an, da. Sehe sie so, aber. Ihn so hochgeklettert oder? Tragbare Energiequelle mit hoher Kapazität, da brauche ich zwei Batterien für. So. Jo, jetzt haben wir hier aber alles. 5 Flossen haben wir noch. Dann legen wir mal wieder was ab, was wir noch ablegen können. Titanbarren. Ansonsten brauchen wir alles selber. Okay. Mir fällt ein, den brauchen wir ja auch nicht. Weil wir arbeiten ja ohne. So, jetzt haben wir den aber voll da. Verdammt. Ne? Jo. Ich denke mal. Das soll als Einführung reichen. Wenn dir gefallen hat, was ich hier versucht habe zu machen, freue ich mich über ein Gefällt mir. Noch mehr natürlich über ein Abo. Und ich freue mich ebenfalls, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund. Ah ja, und denke selbst, lass nicht andere für dich denken. Tschüss.